Hi Leute, hier ist Sony Sechsfinger, live aus Angel Falls. Hier scheint es in letzter Zeit ganz schön heiß herzugehen. Es gibt zwei verschiedene Gruppen, die die Stadt immer wieder angreifen. Die sogenannten Frogs, eine Gruppe von Mutanten, und die Smoker, die schon mehrfach angegriffen haben und auch die Boten immer wieder überfallen. Und zwar haben die Smoker sich dazu entschieden, dass Boten gute Geiseln abgeben und haben dabei dann einfach mal auf einen von uns geschossen, der dann nach mehreren Stunden Operation bei den Harts seinen Verletzungen erlegen ist und nicht mehr gerettet werden konnte. Okay, wir sind die Smoker und da wo der Rauch aufsteigt, da waren wir gerade. Bist du auch schon mal überfallen worden? Ja. Dauernd. Ja, in letzter Zeit auch. Ja. Auch von Smokern? Ja. Und wie war das so für dich? Boah, ich bin ganz gerannt. Du bist durch aus dem Ödland. Ja, geh da mal raus. Das ist unser Land. Ja? Wessen Land? Unser Land! Wessen Land? Unser Land! Und außerdem, wer verliert? Wir tätowieren! Das war also... Ja. Wir mussten ganz schön rennen und da gab es irgendwelche Idioten, die in den Wald gelaufen sind. Ja, du bist also in den Wald gelaufen? Ja, ich bin ins ehemalige verlorene Gebiet gerannt. Das war sehr klug von dir. Wir möchten dir dazu beglückwünschen. Aber ich bin rausgekommen in meinem Leben. Also, wisst ihr Bescheid? Komm nicht in unseren Weg oder wir machen euch platt. Hier geht es ja in letzter Zeit ganz schön rund außerhalb der Stadt. Ist es für euch nicht gefährlich, hier zu wohnen oder hier zu lagern? Ja, es geht. Die ADS hat uns versprochen, uns auch ein bisschen mitzuschützen jetzt hier beim Eingang. Wir haben auch schon einige Leute von denen hin und her gefahren und ich denke mal, wir kommen schon zurecht. Ja, habt ihr denn in letzter Zeit Ärger gehabt hier draußen? Naja, jetzt nicht so Ärger wie Blockbuster-mäßig, aber gestern... bin ich dann mal so ins Mutantenviertel rüber gestartet. Der Mutante Emma Laden hat immer ganz gute Angebote auch mal zwischendurch. Und bin ich dann voll da in so ein Feuergefecht reingeraten. Das war ganz schön heikel so, weil die Armee des Staats da angerückt ist und so weiter. Und ich habe ja jetzt nichts gegen die Jungs, aber wenn die halt da Leute rumballern, das ist halt echt nicht so entspannt irgendwie, weißt du? Angel Falls, Stadt des Glücksspiels und im Moment anscheinend Stadt der ADS. Guten Morgen. Morgen. Doch obwohl die Armee des Stahls in der Stadt viel Präsenz zeigt, scheint sie mit den andauernden Terrorangriffen der Frogs überfordert zu sein. Fucking Frogs. Wir haben die nicht gegenüber von der Stadt in diesem weißen Gebäude festgenagelt und dann sind 6 Stück stiften gegangen. Und dann mussten wir weg, weil wir keine Munition mehr hatten und ein paar Schwerverletzte. Während die Armee und die Vorstadtbewohner mit den Frog-Angriffen alle Hände voll zu tun haben, legen die Smoker weiterhin erfolgreich den Briefverkehr lahm. Ach Mann, was denn? Die haben regelrecht Jagd auf uns gemacht. Und dementsprechend haben wir zumindest alle, der wir habhaft werden konnten zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise vor allen Dingen die White Stars haben die über den Haufen geschossen. Ja, Kartell auch. Und die Freak Legion. Und natürlich wir, nur dass wir nicht so viel Feuerkraft mitbringen und auch in der Regel nicht ganz so flächendeckend Leute umbringen wie andere. We were talking and then we had one of the girls who shot one of our people and I punched her in the face and we were fighting and nobody was helping me. So. And then suddenly everybody was running back again and they were shooting and I don't even know what the fuck. Trotz anfänglicher Verwirrung gelingt es den Bürgern von Angel Falls, die Smoker zur Strecke zu bringen und ihre Stadt wieder ein wenig sicherer zu machen. Doch wer weiß, welche Gefahr als nächstes aus dem Ödland gekrochen kommt. Wir sind vereint mit den White Stars hier, um gegen das Chaos in dem Wasteland vorzugehen und unsere Stadt sicher zu machen für euch, weil das Kartell kümmert sich um seine Männer und um seine Frauen und um alle anderen, die feiern für Geld.